Bei der Auflösung dieser Gleichung ersten Grades in einer Unbekannten müssen wir ganz besonders auf die Verteilung von diesem Minuszeichen im Zähler von diesem Bruch achten. Dieses Minus muss auf diese Differenz verteilt werden. Dann machen wir das sofort, so vergessen wir es auch nicht. Minus 4x minus 1 halbe, das ist dasselbe wie minus 4x halbe plus 1 halbes. Dieses Minus mit diesem Minus ergeben also zusammen dieses Plus. Jetzt multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von all diesen Nennern. Dieses Vielfache ist 12, also multiplizieren wir beidseitig mit 12. Diese 12 wird auf diese Klammer verteilt und diese 12 wird auf diese Klammer verteilt. Dann machen wir das. 12 mal 3x Viertel, das macht 9x. 12 mal 2x Drittel, das macht 8x. 12 mal minus 4x halbe, das macht minus 24x. Und 12 mal ein halbes, das macht 6. 12 mal 4, das ist 48. Und 12 mal minus 2 Drittel, das macht minus 8. Und somit sind alle Brüche verschwunden. Jetzt setzen wir alle x-Termen auf die eine Seite des Ist-Zeichens und alles andere auf die andere Seite. Diese x-Termen stehen alle drei links vom Ist-Zeichen, also lassen wir sie da. Hier brauchen wir nur diese 6 rechts rüber zu setzen. Und wenn man plus 6 rechts rüber setzt, dann wird das dazu minus 6. Ein Plus wird zum Minus. Und somit erhalten wir diese Gleichung. 9x plus 8x minus 24x, das macht minus 7x. Und 48 minus 8 minus 6, das macht 34. Jetzt brauchen wir nur noch die Gleichung durch diese Zahl minus 7 zu teilen. Die Zahl minus 7, die multipliziert links vom Ist-Zeichen, also wird sie rechts rübergesetzt, wo sie effektiv teilt. Ein Mal wird zum geteilt. Und somit finden wir als Lösung für x minus 34 Siebtel. Das ist also die Lösung dieser Gleichung ersten Grades. Wir vergessen nicht, am Ende die Lösung in die Lösungsmenge hineinzustecken.